Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wer es gestern nicht mitbekommen hat, ja, Artikel 13 ist gestern gegen 12:45 Uhr, glaube ich, durchgegangen. Ja, wir haben den Kampf augenscheinlich erstmal wahrscheinlich verloren. Und ja, das hat mich das Ganze ziemlich sauer aufstoßen lassen, auf jeden Fall. Und es hat mir nochmal wieder mehr gezeigt, in was für ein Land wir eigentlich leben hier. Wo Leute auf die Straße gehen, demonstrieren, Petitionen ausfüllen und das alles einfach so unter den Tisch gekehrt wird. Das finde ich ziemlich traurig. Irgendwelche Demonstranten werden, oder keine Ahnung, die Demonstranten werden anscheinend bezahlt, um auf die Straße zu gehen. Ja, jeder bekommt irgendwie 450 Euro bezahlte Demonstranten aus den USA. Dann die Petition mit über 5, ich glaube 5,2 Millionen Unterschriften sind es jetzt mittlerweile. Sind wohl alles Bots, gekaufte Google-Accounts und was sich nicht noch die CDU alles einfallen lassen hat. Ja, und gestern ist halt der Artikel jetzt schlussendlich durchgegangen. Und ja, das wollte ich nur mal ganz kurz loswerden für die Leute, die es vielleicht gestern irgendwie nicht mitbekommen haben oder so. So sieht es jetzt momentan zurzeit aus. Wie es genau und wann es genau jetzt so umgesetzt wird, dass ja, wir jetzt hier quasi diese Einschränkungen erleben, so wie wir sie uns bisher vorstellen, das weiß bisher noch keiner genau. Und was das für eine richtig genaue Auswirkung haben wird, es wird wahrscheinlich zu einem ja, Overblocking kommen. Das heißt, durch diese krassen Filter wird halt gar nichts mehr von uns halt hochgeladen. Irgendwelche Einzelnen, die oben die Lizenzen haben, die dafür sehr viel Geld bezahlen, die können das noch machen, aber so Leute wie wir hier, ja, oder auch deutlich größere, ne, sind ja jetzt nicht nur wir in dem Bereich hier, die, keine Ahnung, unter 10.000 Abonnenten haben, sondern auch noch viel, 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 viel mehr. Ja, die sind davon ja auch betroffen und im Prinzip ist es ein ganz krasser Rückschritt fürs Internet, so wie wir es heutzutage kennen. Und ja, ich bin mal wirklich sehr gespannt, was da jetzt noch die Zeit mit sich bringen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen, dass ich eines Tages mal hier ohne mein Hobby hier, keine Ahnung, was ich jetzt seit 7 Jahren oder sogar noch länger hier verfolge, dass ich das einfach nicht mehr machen kann. Finde ich ziemlich schade. Ich hatte ja, das wissen ja viele vielleicht auch nicht. Eigentlich hatte ich so mehr oder weniger mit YouTube auch angefangen, um ja, was weiß ich, irgendwie Gameplays zu speichern mit Call of Duty, Modern Warfare und sowas, Black Ops. Das hatte ich alles damals gespeichert oder irgendwelche Filme, die ich mit meinen Kumpels gemacht hatte, irgendwelche Trips oder irgendwie sowas. Und das irgendwo zu speichern, halt, habe ich mir halt auch diese Plattform hier gesucht. Und ja, weil auf der Plattform halt für jeden Platz ist, ne, hatte ich mir gedacht, ja komm, da kannst du auch dein ganzes Zeug dann raufladen, dann brauchst du das nicht auf dem PC. Und so habe ich das dann bisher als Archiv dann auch mehr oder weniger genutzt. Jetzt bis vor kurzem kam dann halt die Shakes and Fidget Zeit, die mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, muss ich sagen, immer noch. Vor allen Dingen mit euch, durch euch macht das halt gerade so viel Spaß, das Ganze hier. Und ja, diese Zeit möchte ich natürlich auch nicht missen, ne? Und jetzt werden wir mal gucken, erstmal, bevor wir hier weiterreden. Ich habe nämlich meine Mine auf die nächste Stufe ausgebaut. Ja, die Mine ist jetzt schon Stufe 28. Das ist schon ziemlich nice und natürlich werden wir sie auch direkt weiter ausbauen. Und natürlich werden wir auch einen weiteren Stein suchen, das ist gar keine Frage. Und den nehmen wir natürlich auch mal mit. Ja, und ich bin mal gespannt, wie diese Filter, die sie denn hier einbauen wollen, wie die anschlagen werden. Ich kann mir das so ungefähr vorstellen. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere dran, wie das damals war mit der GEMA, als sie sich nicht mit der Musik richtig kurzschließen konnten und keine richtigen Einigungen verhandeln konnten. Dann war da so ein großer Text in dem Video, wo du dann raufgegangen bist. Und da stand dann sowas in der Art wie, tut mir leid, das Video ist in deinem Land nicht verfügbar, da wir uns noch nicht richtig mit der GEMA einigen konnten. So, und so stelle ich mir das halt nicht nur für Musikvideos vor, sondern halt für alle Videos, die ja, irgendwas in der kleinsten Art und Weise irgendwie irgendwas mit ja, Werbung oder Schleichwerbung oder keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich gar nicht mehr dazu kommen, dass ich denn noch Videos hochladen kann oder irgendjemand anders, weil es halt, wie gesagt, es hängt halt an YouTube. Lassen Sie es zu,
Und das denke ich mal schon, dass es so sein wird. Dann wird das YouTube, wird YouTube so werden wie das Fernsehen. Das dann, ja, keine Ahnung, wie man jetzt schon in den Trends sieht, ProSieben, RTL 2, mit Galileo oder was da noch alles so ist. Die werden dann, denke ich mal, so, ja, hier auf der Plattform dann präsent werden. Vielleicht auch einzelne ganz, ganz große YouTuber, das kann ich mir auch noch so vorstellen. Aber ja, ich weiß nicht, ab wann genau die Grenze da stattfinden wird, wo dann der Schnitt gemacht wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das denn YouTube mitmachen würde. Ne? Und die andere Seite wäre halt gewesen, YouTube blockt komplett oder YouTube wird komplett abgeschaltet in der EU. Ja, das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, was wir uns vorstellen können. Aber das, denke ich mal, wird nicht der Fall sein. Ja? Es ist auch alleine so schwierig, ja, wenn ich mir schon anschaue, jetzt allein in der Facecam. Ich habe hier den DX Racer. Habe ich da Shakes and Fidget als Werbung, mein Mikrofon von Rode sieht man hier zum Beispiel. Das sind schon drei Sachen, ja. Vielleicht auch hier Fallout Merch, ja, Schleichwerbung, Pokémon oder so, ne, dahinter. GameCube mit Rubik's Cube, ja, es könnte auch sein, dass ich irgendwelche Rubik's Cube verkaufe oder so, ne. Das ist Schwachsinn, ja, oder alleine Werbung hier für das Spiel, ne, kann ja auch sein, hier für Shakes and Fidget alleine, ja. Das ist natürlich auch der Fall. Ja, und dann natürlich die Musik, die ich auch im Hintergrund verwende, die natürlich copy-free ist. Und wie das dann nachher aussieht mit dieser ganzen copy-free Music, ob das nachher noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Aussage hat, ob man das noch nutzen muss oder nicht, das sei mal dahingestellt, keine Ahnung, ja. Ja, darüber wollte ich nochmal kurz mit euch reden, dass ich das nochmal loswerden wollte, das ganze Thema. Ich hatte mich da ja auch schon mal zu geäußert, zu diesen Artikel 13 Gedöns, bin dann aber dann lange Zeit davon dann wieder abgekommen, weil ich meinen ganzen Kanal damit jetzt auch nicht voll fluten wollte. Da überlasse ich das dann wirklich den Leuten, die sich damit ausgiebig beschäftigt haben und da tiefer in der Materie drin sind, als ich es bin. Was ich im Endeffekt bloß gemacht habe, ist halt darauf verweisen und was man halt denn machen kann in dem Fall. Jetzt ist es halt durch. Und das einzige oder die einzige Person, die da noch was dran ändern könnte, wäre halt die Kanzlerin. Ja, aber da gehen wir mal auch nicht von aus, dass das Ganze passieren wird, weil sie ja schlussendlich auch in der CDU ist und die CDU hat ja fast geschlossen dafür gewotet, dass der Artikel 13 halt ja, durchkommt. Ja, und jetzt bleibt uns halt nichts weiter übrig, als irgendwie, keine Ahnung, auf ja, spontanen Demos zu gehen oder halt das Volk darauf aufmerksam zu machen. Es wird wahrscheinlich an der ganzen Situation, denke ich mal, nicht mehr viel ändern, aber wir müssen halt unsere Stimmen stark machen, vor allen Dingen jetzt bei der kommenden Europawahl. Und ja, spätestens da sollte sich dann die CDU bewusst werden, was sie denn da genau angerichtet hat. Ja, das ist so lustig. Die alten Bürger hat die CDU jetzt durch die Flüchtlingspolitik auf sich gehetzt und die jungen Bürger hat die CDU jetzt halt durch diesen Artikel 13 auf sich gehetzt. Also es sieht nicht sehr gut aus, denke ich mal. Ja, ja, das sind so die aktuellen Themen. Gut, mal gucken, was haben wir hier noch? Dreimal gegen Kriegerhelden durchführen hier. Oh, natürlich auch Schleichwerbung. Ah, scheiße, hier den Flimmerkisten darf ich natürlich. Ah, das ist natürlich auch von mir hier gewieft, wie ich das so anstelle mit diesem ganzen Geschleiche und der ganzen Werbung hier. Ja, ich bin schon Fuchs, muss ich sagen. Ich bin schon Fuchs auf dem Gebiet. Das kann man mir nicht abstreiten. Ich mache hier schon Schleichwerbung at its best. Also das ist schon echt phänomenal, das Ganze hier. Weil ich damit auch so viel Geld verdiene mit diesen ganzen Rumgeschleiche hier. Ein Schwachsinn alles, ey. Ein gequälter Käse. Ja, mehr kann man dazu leider nicht sagen. Ja, ziemlich bitter das Ganze. Deswegen nutzen wir die Zeit noch, die wir haben. Damit wir noch, ja, keine Ahnung, noch ein bisschen interagieren können, sag ich mal. Ihr mit mir über Kommentare und ich mit euch über Videos, sag ich mal, mehr oder weniger. Ja, und wollen wir mal wirklich nicht von dem Allerschlimmsten ausgehen, sondern einfach mal den Kopf oben behalten. Es wird schon nicht so schlimm werden, wollen wir es mal hoffen, ja. Und selbst wenn, dann, ja,
werden wir halt sehen, was die CDU da angerichtet hat, oder wird die CDU selbst auch sehen, was sie damit angerichtet haben, mit dem ganzen Zeug, was sie hier jetzt fabriziert haben. Und ja, keine Ahnung, wie die Zukunft wird. Das sieht wahrscheinlich keiner so richtig, das Ganze, wie es jetzt weitergehen wird und so weiter und so fort. Gesetz wird erstmal durchkommen. Da denke ich mal, werden wir jetzt nichts mehr dran rütteln und schütteln können. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Aber ja, mal sehen, was es denn schlussendlich für Konsequenzen für den Einzelnen davon tragen wird. Gut. Ja, viel jetzt heute über das wehleidige Thema nochmal geredet. Wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur am Anfang des Videos nochmal darauf hinweisen, dass ich mich jetzt nochmal so verquatsche hier in diesem ganzen, das ganze Thema. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ist ja auch nochmal wichtig, das Ganze hier nochmal zu erwähnen und nochmal darauf hinzuweisen. Und ja, ich glaube, ich bin dann jetzt erstmal für heute wieder mal raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich nochmal für das Feedback auf die letzten Videos. Das ist echt unglaublich krass, was ihr da gemacht habt, mehr oder weniger. Ja, recht herzlichen Dank für alles auf jeden Fall. Fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und dafür, dass ihr jetzt schon so lange bei mir wart und bleibt und immer die Videos fleißig mitverfolgt. Ja, das Ganze ist nicht selbstverständlich und dafür danke ich euch auf jeden Fall sehr. Ja, und mit den Worten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.